Hallo, heute möchte ich über ein Thema sprechen, was viele Leute angeht, die Videos machen. Und zwar ist das das Thema Präsenz. Was ist Präsenz? Präsenz ist das, was bewirkt, dass andere Menschen hingucken müssen, wenn du vor der Kamera bist. Und oder auf der Bühne oder auch im echten Leben. Das heißt, Präsenz ist das, was die Blicke auf sich zieht. Ich erlebe das immer wieder, dass viele Leute tatsächlich so eine Präsenz haben, aber in dem Moment, wo eine Kamera angeht oder ein Fotoapparat vor ihnen auftaucht, ist es plötzlich aus und vorbei mit der Präsenz und der Körper wirkt so ein bisschen schlaff oder klein oder zumindest hat man nicht diesen Eindruck, man müsse da ausgerechnet jetzt hingucken. Und ich möchte dir heute hier so ein paar kleine Grundlagen mitgeben, was dieses Thema angeht. Was ist Präsenz? Beuys hat irgendwann mal gesagt, jeder ist ein Künstler. Und zwar hat er das bezogen darauf, dass jeder Mensch letztendlich etwas Kreatives schaffen kann. Er hat es aber auch bezogen auf den Moment, wo Präsenz entsteht, wo man mit einer Aufgabe, mit etwas, was man tut, so konzentriert beschäftigt ist, dass man genau nur das macht und nichts anderes. Und das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Gerade heutzutage ist es natürlich so, dass wir uns so verzetteln und Multitasking gefragt ist und viele Leute sind auch sehr stolz darauf, dass sie es können. Ich ja zugegebenermaßen auch manchmal. Präsenz entsteht aber in dem Moment, wo du genau nur da bist bei dem, was du tust. Und zwar ist das zum einen eine geistige, ein mentaler Vorgang, aber zum anderen eben auch ein körperlicher Vorgang. Und ich möchte dir jetzt ein bisschen nochmal erklären, wie du das auch ganz absichtlich herstellen kannst. Also zum einen natürlich durch Konzentration auf das, was du gerade machst, sprich wenn du jetzt ein Video machst, konzentriere dich darauf, dieses Video zu machen und sei nicht noch irgendwo anders gleichzeitig geistig, also bei dem Telefonat, was du vielleicht gleich noch führen möchtest oder sonst irgendwas. Zum anderen hat es aber auch etwas mit Körperspannung zu tun. Das heißt also wirklich auch die Muskulatur in deinem Körper etwas zu benutzen. Also nicht so, dass du dich jetzt total verkrampfst. Ja, das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders, zumal sich das auch sofort überträgt. Das heißt, andere sehen, spüren das und finden das dann überhaupt nicht toll. Und finden das dann unangenehm und dann schalten sie erst recht weg. Aber so eine ganz leichte Anspannung, die sich konzentriert anfühlt, das ist das richtige Wort vielleicht dafür. Das ist genau richtig, wenn du Präsenz erzeugen möchtest. Im Grunde genommen ist das schon alles, was man tun muss und man kann das natürlich üben und dazu möchte ich dich anregen. Wenn du Lust hast, diesen Kanal zu abonnieren, dann tu das doch, denn hier findest du jede Woche Tipps und Anregungen. Ich habe Schauspiel studiert, ich bin eine führende Expertin im Bereich Charisma, Wirkung, Sichtbarkeit und wenn du mit diesen Themen zu tun hast, dann bist du hier genau richtig. Also ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, dann bekommst du jede Woche viele Tipps und neue Überlegungen und Inspirationen. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Danke, dass du das Video bis hierher angeschaut hast. Tschüss.